Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Und zwar vom Farm Expert 2017. Das Spiel ist heute erschienen. Ich habe jetzt schon mal ein Profil angelegt. Das können wir auch mal auswählen. Und ja, jetzt müssen wir ein neues Spiel starten. Die Übersetzungen sind, glaube ich, noch ein klein wenig verbesserungswürdig. Ich nehme mal an, dass Lehrbücher dann das Tutorial darstellen soll. Grafikeinstellungen, Toneinstellungen, Steuerungseinstellungen habe ich schon vorgenommen. Das war ein bisschen Probiererei, weil das, wie gesagt, von der Übersetzung her noch nicht so wirklich passte. Aber ich denke mal, das wird im Laufe der Zeit auch noch behoben. So, fangen wir mal an mit Lehrbücher. Anleitung Auswahl. Difficult Weather and Terrain Conditions. Da steht es auch Tutorial, genau. Was haben wir denn? Preparing the soil. Sowing the field. Also einsäen wahrscheinlich. Das ist dann... Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Tutorial an. Difficult Weather and Terrain Conditions. Anleitung starten. So, da bin ich mal gespannt. Es gab ja schon das ein oder andere Video über die Beta-Versionen. Nicht immer ist das Wetter günstig für die Feldarbeit. Schauen wir uns doch einmal an, welchen Einfluss es auf den Untergrund und die Feldarbeit besitzt. Das ist jetzt zum Beispiel sehr schön übersetzt. So, wir haben hier zwei Traktoren und wir sollen in den da hinten steigen. Okay. Dann steigen wir mal ein. So, wir unterscheiden unterschiedliche Arten von Oberflächen, die ihre Haftung und Glätte abhängig vom Niederschlag ändern. Okay. Taste 3, starten Sie den Motor. Das ist normalerweise... Ich weiß es nicht mehr, ich habe es jetzt anders belegt. Und zwar habe ich es aufs Lenkrad gelegt. Was hat er? Ah, er läuft. So, Richtungswechsel. Weiß nicht, was er da will. Ich muss sagen, die Traktoren sind sehr leise. Ich habe die Tonqualität auf maximale Lautstärke gestellt. Da weiß ich noch nicht so genau, woran das liegt. So. Asphalt wird an regnerischen Tagen rutschiger. Sandige und aufgeweichte Flächen werden schwer überfahrbar. Wo sollen wir hin? Ah, hier, okay. Versuche den Anhänger mit den Rüben auf einer aufgeweichten Fläche abgestellt wurde, nach Hause zu fahren. Dann werden wir das doch mal tun. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Traktorengeräusche wirklich dermaßen leise sind. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. So. Koppel den Anhänger an. Ich würde gerne rückwärts fahren.
sehe ich in irgendeiner Z. Ah, das YZ, englische Tastatur. Gut. Da gab es dann also noch ein kleines Kommunikationsproblem zwischen dem der Tastenbelegung und mir. Q, verbinde Krampe, Big Body, Hammer gemacht. So. Das sollte ich mir vielleicht auch noch auf das Lenkrad legen, den Richtungswechsel, aber das mache ich später. Jetzt müssen wir erstmal losfahren. Im Großen und Ganzen fährt sich ja bis jetzt ganz schlecht, ganz gut. Wie gesagt, die Lautstärke ist ein bisschen, der Regen ist laut genug. Upsa. Koppel den Anhänger ab. Anhänger nach oben ist wohl abkoppeln, nehme ich an. Oh. So, die erste Möglichkeit der zur Verbesserung der Traktion besteht im Belasten des Traktors mit einer Last. Die muss hier wohl irgendwo sein. Nee, offensichtlich ist die am Hof. Genau. Hoppla. Nicht auf dieser Seite. Da ist er. Bringe das Gewicht am Traktor an. P. Hängt. Gerade mal aussteigen. Also wie ihr seht, er ist auch hier draußen so leise. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das einfach am Traktor liegt. Weil die anderen Geräusche, wie ich einsteige oder so, sind ja laut genug. Gut, dann fahren wir zurück. So. Hoppla. Hauseigene Hoftankstelle und eine Waschanlage haben wir. Zumindest hier im Tutorial. Ich nehme mal an, im freien Spiel sieht das dann auch noch wieder anders aus. Aber ich muss mich hier doch erstmal ein bisschen reinfinden, weil der doch anders ist als wie der, oder deutlich anders als wie der Landwirtschaftssimulator. Koppel den Anhänger an. Jawohl, machen wir. Hohe Lasten können den Traktor bremsen, jedoch ermöglichen sie das problemlose Arbeiten bei schlechten Witterungsverhältnissen. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Zieh da hoch, passt. Ich nehme an, wir müssen zum Hof. War wohl genau hierhin. Koppelt den Anhänger ab. Das machen wir dann doch.
Koppel eine weitere Maschine an den Traktor, den du besitzt, und versuche, den markierten Weg entlang zu fahren. Koppel die Maschine an. Ist das egal? Ah, nehmen wir die da. Die schlägt er uns ja schon vor. So. Verteilen, Grimme. Warum soll ich den verteilen? Machen wir mal G, was passiert? Ah. Okay. T ist Start Sammlung. Also wahrscheinlich. Genau. O ist Senken des Vorderteils. Das müsste der da sein, genau. Okay, gut. Haben wir erledigt. Und jetzt müssen wir da dann rechts entlang, so wie das aussieht. Ich interpretiere den blauen Pfeil mal so. Oh, jetzt müssen wir durch die Überschwemmung da durch. Dann bin ich ja mal gespannt. So vom Fahren her ist das bis jetzt ganz okay. Muss ich sagen, kann man nicht meckern. Oh, da steht noch ein Traktor. Ist das auch unserer? So. Die zweite Möglichkeit, um in schwierige Situationen zurechtzukommen, ist der Kauf eines Traktors mit großer Leistung. Abkoppeln, das tun wir doch. Jetzt müssen wir da lang. Senken des Traktors. Ich vermute mal, damit ist Ausschalten gemeint, oder? Was war das? Dann nehmen wir den da. Koppel die Maschine an. Machen wir. Läuft der? Ja, tut er. Ah, der hat jetzt auch kein CVT mehr, der hat Gangschaltung. Und mehrere Rückwärtsgänge, cool. Oh, sogar mit Scheibenwischer hinten. So. Das hätten wir erledigt. Taste 5, Gear up, Taste 4, One down. Ja. Jetzt soll ich vermute mal da geradeaus und dann rechts.
Oder hier schon rechts. Da müssen wir hin. Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Seite vom Zaun. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ach so, der fährt einfach nur wieder zurück. Ah. Gut, dann machen wir das. Die Grafik gerade so merkwürdig wird, das liegt, glaube ich, an der Dunkelheit. Lasst uns jetzt prüfen, wie sich der Traktor während der Feldarbeit verhält. Das tun wir dann doch. Abkoppeln. Jetzt wieder abkoppeln. Gut. Koppel den Flug an. Dann machen wir das doch. So. Wenn er mich denn lässt. Ach so. Bin ich irgendwie schief davor gefahren? Drin sehe ich leider auch nicht wirklich was. Ah. Na, das ist rückwärts. Yeah. Jawohl. Versuche einen Moment mit dem Flug zu arbeiten. Während der Arbeit ändert sich das Wetter. R ist untere Maschine. Das heißt wahrscheinlich Maschine runter, oder? Genau. Dann testen wir das doch mal. Flug arbeitet. Oh, wir sind natürlich völlig schief, aber es geht ja auch mal nur um das Testen bei schlechtem Wetter. Das eigentliche Flügen und die Feldarbeit kommt ja erst in einem späteren Tutorial. So, R ist Aufzugmaschine. Soll wahrscheinlich heißen, oh, jetzt ist hell geworden und sonnig.
So, jetzt drehen wir den Flug. T war das, glaube ich. Genau. Und runter mit dem Ding. Ich glaube, wir haben den Flug falsch rum, aber das lernen wir wahrscheinlich in dem nächsten Tutorial dann eh. Jetzt flügen wir erstmal schön schief. Ja, wir hätten auf die andere Seite fahren müssen, glaube ich. Das ist unser Fehler. Macht erstmal nichts. So. Ja. Die Witterungsverhältnisse haben einen Einfluss auf den Erdboden. Diese wiederum beeinflussen das Lenkverhalten des Traktors während der Arbeit. Gut. Ja. Ah, die dritte Möglichkeit zur Verbesserung der Mobilität des Traktors ist das Anbringen von Zwillingsrädern. Cool. Dann fahren wir mal welche holen. Koppel den Flug ab. Okay. Der Radwechsel findet in der Heimwerkstatt statt. Dann fahren wir mal zur Heimwerkstatt. Nachher echt mal im Video schauen, ob das auch so leise ist von den Geräuschen her, aber ich vermute schon. So. Durch die Eingabetaste zu öffnen, Werkstatt. Zum Reparieren ausgewählt Karosserie. Wir wollen auf Wechselräder. Ach so. Da haben wir sie doch. Jetzt haben wir dicke Reifen drauf. Da müssen wir lang. Meter. Ich hoffe, wir passen damit überhaupt durchs Tor durch. Sieht gut aus. Sind schon ordentlich breite Reifen. Oh, da ist ein Schild. Das sollte auch hinterher noch da stehen. So, jetzt müssen wir mal wieder vernünftig an den Flug dran fahren. Ja,
Ja, da sind wir viel zu schief davor, ich weiß es. So. Flug hängt. Und ich nehme an, wir sollen noch mal eine Runde pflügen. Müssen wir erstmal einigermaßen vernünftig davor fahren. So, senken wir ab. Und fliegen noch einmal vor uns hin. Ja, ich glaube, der Flug ist wieder falsch rum, aber... Wie gesagt, das lernen wir, denke ich, dann im Tutorial, wenn es um die Feldvorbereitung geht. Oh, während der Arbeit ändert sich das Wetter. Mal wieder. Ah, es regnet. Mal wieder. Und runter mit der Kiste. Runter mit dem Ding. Ich glaube, regulär müsste man eigentlich richtig korrekt hier in der Spur fahren. Und den Flug natürlich richtig rum einstellen. Dreht er eigentlich nicht mehr als 1800 Umdrehungen oder habe ich in den Einstellungen noch was falsch? Muss ich mir nochmal anschauen. So. Das Belasten des Traktors sowie zusätzliche Räder stabilisieren seine Fahrt und führen dazu, dass die Wetterveränderungen keinen größeren Einfluss auf die Feldarbeit besitzen. Wo sollen wir jetzt hin? War das das Tutorial? Glückwunsch, dieses Tutorial wurde abgeschlossen. Sehr schön, und das nutze ich gleich dazu, auch dieses Video abzuschließen. Ich denke, morgen spielen wir das nächste Tutorial durch. Ich hoffe, ihr seid dann auch morgen wieder dabei, dass wir zusammen das Spiel hier kennenlernen können. Und ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen.